Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Twilight Princess. Okay, nochmal gegen eine sehr gut bewaffnete Nimbus-Garde kämpfen. Klar, was auch sonst. Das erfreut mich doch. Wenigstens ist die hier allein. Ist ja schon mal ein Vorteil. Okay, hab mich gegen das Ding gehauen. Okay, er ist schon mal nackt. Das ist schon mal was. Okay, wir treffen ihn gerade gut. Ich denke, es fehlt nicht mehr viel. Es sind mehrmals so Zufallstreffer dann am Schluss. Okay, er hat mir... Nicht... Oh, cool, 100 Rubine. Ich habe mich mehr über die 3 Herzen gefreut. Ja, cool. Jetzt habe ich nochmal richtig Geld gekriegt. Wenn ich da jetzt reinkriege, kriege ich dann auch nochmal richtig Money, hä? Dafür habe ich den Schlüssel geholt. Hätte ich mir, wäre ich jetzt noch auf eine Seite gegangen, wäre durchgegangen, dann hätte ich dieses Erlebnis hier nicht gehabt. Und was ist das? Geld? Ah, schön, 100 Rubine. Jetzt gleich ist meine Tasche voll, ich sehe schon kommen. Und nochmal 100 Rubine vielleicht? Boah. Ich glaube, die bereiten mich schon mal auf den Endboss vor, wo ich die Schleuder brauche. What the heck? Ja, meine Tasche passen nur noch 95. Oh, Bomben, ja, das ist gut. Das ist gut. Wenn ich hier für einen Endboss brauche, weiß ich ja. Ja, den kann ich noch kurz mitnehmen. Aber die 200 kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Was für eine Tragik. Hat es noch weitere Schatztruhen? Oh, ja, 30 Pfeile nehmen wir auch, obwohl meine, glaube ich, voll sind. So, habe ja alle, deswegen kann ich die ruhig mitnehmen. Also ich bin eigentlich bestens vorbereitet auf den Endgegner. Natürlich, man könnte jetzt lauter Feentau dabei haben. Und man könnte 100 Pfeile mitnehmen. Wie viele Schatztruhen sind das? Dass ich ja genügend Pfeile habe. Noch Wasserbomben, ja, ist auch wichtig. What the hell? Stellt euch mal vor, ich hätte die Schlüssel nicht geholt, dann wäre ich jetzt nicht so gut vorbereitet. Noch 9 Rubine habe ich Platz. 9. Der geht gerade noch so. Ich finde es schön, wenn ich jetzt genau 599 hätte. So einer fehlt. 98. Okay, krasser Raum auf jeden Fall. Der krasseste Raum, den ich je in einem Zelda-Spiel gesehen habe. 100 Pro. Dann speichern wir jetzt nochmal, weil ich ja meine Speicherangewohnheiten habe. Kriege ich hier vielleicht noch einen Rubin raus? Nein, mein Traum von 599 Rubinen wurde leider nicht erfüllt. Schade, wir speichern. Ja, und wir wagen uns zum Endboss. Ich habe Angst, ich habe echt Angst. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wird richtig kacke werden. Richtig, richtig kacke. Ich fühle mich gerade sehr unwohl. Okay, let's go. Vielleicht muss ich ja diesmal Ping-Pong spielen. Auf geht's. Auf nach Schloss Hyrule. Der Kampf wird definitiv nicht einfach werden, denke ich. Kein Endkampf war bisher, wo ich mir dachte, so, bei Minish Cap haben wir 4 Versuche, glaube ich, gebraucht. Wind Waker haben wir auf dem ersten ganz knapp geschafft. Ocarina of Time haben wir auch, glaube ich, recht knapp geschafft. Oh. Oh, was mit Zelda? Mit Majora's Mask haben wir einfach geschafft. Da hatten wir diese Mütze des Titanen. Seid willkommen in meinem Palast. Oh, Ganondorf.
Du bist also dieser Ganondorf. Der leuchtet dann damit ein bisschen. Wie schön, dass man sich endlich kennenlernt. Ihr lächerlichen Schattenwesen, die Götter wolltet ihr besiegen, mit eurer Kraft, die dann so kräftig doch nicht war. Mir hat das nur genützt. Die Schmerzen, die euch widerfuhren, nährten meine Macht. Und es war euer Zorn, der mich zum Leben erweckt hat. Was eurem Volk gefehlt hat, war ganz einfach Kraft. Ja, er hat ja das Triforce der Kraft. Die absolute Kraft, die den Auserwählten der Götter vorbehalten ist. Nur der, der diese Kraft besitzt, ist würdig, König aller Könige zu sein. Du bist so arrogant. Wenn du denkst, du bist der Auserwählte, der über die absolute Kraft verfügt, dann werde ich dir trotzen mit allem, was mir zur Verfügung steht. Die Schatten fühlen sich gebunden durch die Kraft des Lichts. Wie äußert es amüsant? Was macht ihr da? Nun gut, versucht nur mir zu trotzen, wenn ihr könnt. Stellt euch mir entgegen mit eurer Freundschaft und mit euren sogenannten Werten. Bah! Was macht der da? Der beamt sich nach da oben. Okay. Oh oh. Der hat irgendwas im Gesicht. Okay. Ich glaube, er hat sie eingenommen. Okay, mitten aus außerhalb. Und ich darf jetzt gegen Zelda kämpfen? Yep. Wie töricht, gegen einen König zu rebellieren, der über Licht und Schatten herrscht. Aber es sei, so spürt den Zorn des Königs am eigenen Leib. Okay, cool, was erwartet uns jetzt? Ganons Marionette, Zelda. Was macht... Oh, Lichtballspiele. Nein. Okay, früher schlagen. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Jedes Zelda. Komm, mach. Ich muss da viel früher drücken, okay. Selber Scheiß wie jedes Zelda. Oh Gott. Ich glaube, der geht mal raus, wenn die das macht. Ich denke, ich kann gerade nur Lichtbälle zurückschlagen, wenn sie einen macht. Okay, jetzt kommt wieder einer. Okay, ich muss viel, viel früher drücken, okay. Oh Gott, das wird jetzt noch öfter von mir kommen. Das wird jetzt eine Katastrophe. Ich kann das nicht. Okay, ansonsten ausweichen, denke ich mal, ist angesagt. Ich bin ja schon Zelda erfahren. Komm, mach. Nein. Okay. Schleudere einen Lichtball auf mich, komm. Jetzt. Oh, ich habe früher geschlagen. Ich hole mir mal kurz ein paar Herzen. Ah. Ah. Okay, ah, wir haben sie. Wir haben sie. Oh Gott, das müssen wir öfter schaffen. Hm.
Okay, das ist der Angriff. Da hoppel ich einfach mal auf die Seite. Hol mir mein Herzchen. Macht sie? Okay, sie macht. So wie gerade eben. Komm. Das kriege ich hin. Ah! Nein! Der letzte. Ich hole mal noch ein paar Herzen. Müssen wir wieder was draufhauen? Nein. Da geht man, glaube ich, am besten raus. Komm. Mach nochmal den Licht bei mir. Es gibt keine andere Möglichkeit, das ist wahrscheinlich dreimal gegen sie zu gewinnen. Gerade eben haben wir es ja fast geschafft. Ja, das war viel zu spät. Viel zu spät geschlagen. Machst du? Okay. Ah. Okay, cool, haben wir. Nice. Einmal noch. Dann denke ich, haben wir sie. Dreimal sind es meistens bei sowas. Runterkommen, runterkommen. Wir schaffen das. Okay, weg. Ja, ich vermute mal, dass wir nicht der einzige Endgegner sind, sondern das wird jetzt nur die Vorbereitung auf Ganondorf sein. Das ist jetzt nur so ein Vorgeblänkel. Vermutlich. Drei Phasen gibt es ja gerne mal bei so einem Endkampf. Oder auch mehr. Okay. Wenn du es jetzt machen würdest, dann würde ich es besiegen. Okay. Spielen wir. Ja! Ping-Pong Master! Oh, die sieht nicht so gut aus gerade. Gar nicht gut. Aber was macht die gerade mit ihrer Schattenkrone schon wieder? Okay, die schaut gerade richtig bescheuert, also eher sie. Was ist das? Okay, ich glaube, Zelda ist zurück. Also ich denke nicht, dass wir es schon geschafft haben. Safe nicht. Normalerweise gibt es mit Ganondorf immer drei Phasen mindestens. Dann rennt er wahrscheinlich ja Schweinchen rum. Und dann noch so normal. Das ist so das normale Ganondorf-Ding. Sind wir uns wahrscheinlich ein bisschen siegessicher. Ah, oh, da ist es schon. Und ich denke, wir müssen am Bauch hin. Schattenbestie gerne. Also vorne wahrscheinlich einen Pfeil reinschießen und dann schön am Bauch. Gut, dass wir 60 Pfeile haben. Ach so, habe ich schon auf Y. Okay, ich muss das wirklich so zielen. Ich weiß nicht, wo gerade ist. Okay. Ah. Wow, der hat mich voll weggecrashed, aber ich habe ihn auch getroffen. Nein! Okay, ich muss jetzt schauen, aus welchem Loch der rauskommt oder was. Na toll, das kann ja was werden. Komm da. Midna, ich kann gerade nicht. Midna, ich bin gerade beschäftigt. Ich denke, die sagt uns einfach den Tipp, was wir machen sollen, was ich ja schon aus anderen Zelda spiele, weil ich da Bock auf die Luft haben, was dasselbe. Und dass wir da die Lichtpfeile hatten. War. Natürlich landest du genau auf mir, du Arschloch. Ja, crash mich weg. Ah. Komm.
Jetzt beamt er sich wieder durch die Gegend. Okay, da wird's gerade größer, dann kommt er hier. Okay. Okay, wow, meine Flasche hat gekracht, vermutlich was warm wird wieder. Warte, da war gerade das Ding. Okay, ist weg. Was ist da? Ist das? Da kommt er. Okay, cool. Also ganz ehrlich, eigentlich habe ich den gerade voll getroffen. Ich hole mir mal kurz die. Okay, ich hole sie mir nicht. Okay, wir machen an der Stelle mal einen kurzen Cut und dann geht es das nächste Mal weiter bei Zelda Twilight Princess. Wenn wir ihn jetzt noch einmal erwischt haben, hoffentlich. Ah. Er will auf mich runterfallen. Okay, bis dahin, bye.